Kashta Mauna, das schwierige Schweigen, der schwierige Vorsatz zu schweigen. Ja, Kashta Mauna ist eine Form des Maunas, wo du auch auf körperliche Kommunikation verzichtest, also ohne Mimik und ohne Gestik. Kashta Mauna. Übrigens, hier steht es Kashta Mauna mit einem H, wie man aus der wissenschaftlichen Transkription ersehen kann. Es wird ohne H geschrieben. Es ist Kashta Mauna, nicht Kashta Mauna. Also Kashta Mauna. Kashta Mauna, also schwieriges Schweigen, ohne Mimik und ohne Gestik. Mauna ist ja etwas, was eine gute spirituelle Praxis ist. Mauna heißt Schweigen, Mauna heißt Stille. Swami Sivananda empfiehlt öfters mal zu schweigen. In den Yoga-Vidya-Ashrams zum Beispiel haben wir Nachtruhe abends ab 10:45 und morgens vor der Meditation wird nicht gesprochen. Da ist also eine Mauna-Zeit von 10:45 bis letztlich 7:30 oder normalerweise bis 8 oder gar 9 Uhr, je nachdem, wann der Morgensatzang und der Vortrag zu Ende ist. Und das ist schon mal etwas Gutes. Wenn du zu Hause bist, ist auch eine gute Sache, dass du dir vornimmst, einmal am Tag ein oder zwei Stunden lang zu schweigen. Eben zum Beispiel während deiner spirituellen Praktiken. Kinder, Partner und so weiter können wissen, da schweigst du. Und du nimmst auch keine Anrufe entgegen. Das ist also das normale Mauna, Wang Mauna auch genannt, also das Schweigen der Sprache. Kashta Mauna würde heißen, du verzichtest auf jegliche Form der Kommunikation. Das kann auch wiederum heißen, während du deine spirituelle Praktiken machst, ignorierst du alle anderen. Und wenn dich jemand doch anspricht und dir das missachtet, was eigentlich ausgemacht war, beachtest du sie nicht. Du musst das natürlich später nochmal erklären. Gut, und manchmal musst du auch gegenüber deinem Partner oder deinem Kind einen Kompromiss machen. Aber das wäre eine Möglichkeit. Es ist auch gut, mal einen Tag zu schweigen, auch mal zwei Tage zu schweigen oder eine Woche. Bei Yoga Vidya haben wir auch Schweigewochenenden oder auch ein viertägiges Schweigen im Rahmen einer Meditation-Intensivwoche. Es gibt auch längeres Schweigen. Normalerweise reicht es aus, ein paar Tage oder eine Woche zu schweigen. Normalerweise empfehlen wir Wang Mauna, das heißt nur zu sprechen, nur zu schweigen mit dem Mund, aber durchaus Mimik, Gestik, etwas schreiben, anderen zulächeln, freundlich zunicken oder auch mal jemanden umarmen. All das kann man machen. Es ist aber noch eine zusätzliche Steigerung, eben Kashta Mauna zu üben. Kashta Mauna, also niemanden anzuschauen, keine Geste zu machen. Wenn du zum Beispiel im Ashram bist und es gibt beim Buffet nicht das, was du willst, du könntest es ja aufschreiben, das wäre dann Wang Mauna. Du könntest ein Zeichen machen, indem du auf eine Schüssel hindeutest. Oder du kannst eben ganz verzichten und du nimmst das einfach hin. Du nickst nicht, du machst nichts. Was jetzt nicht regelbar ist, ohne mit jemandem zu kommunizieren, darauf verzichtest du. Kashta Mauna ist also auch eine Art von Tapas, also eine besondere Art von Askese. Es ist verbunden mit der Kultivierung von Santosha. Das heißt, du nimmst dir vor, Zufriedenheit zu üben. Wenn du dir Kashta Mauna vornimmst, dann ist gleichzeitig der Vorsatz dabei Santosha. Also nicht aufregen, wenn Dinge nicht so gehen, wie du gerne hättest und du nachher niemandem kommunizieren kannst, sondern Kashta Mauna ist bewusst verknüpft mit dem Vorsatz, Zufriedenheit zu üben, alles anzunehmen, was da ist. Notfalls gibt es eine Mahlzeit lang nichts zu essen. Notfalls musst du ertragen, dass Leute während deiner Meditation irgendwo im Nachbarzimmer den Fernseher anhaben. Natürlich nicht bei Yoga Vidya, aber wenn du das bei dir zu Hause so machst. So wie du dir vorgenommen hast, Kashta Mauna zu üben, nimmst du alles hin, was du jetzt nicht mehr machen kannst und nicht mehr arrangieren kannst, ohne mit jemandem zu sprechen. Kashta Mauna, schwieriges Mauna. Kashta Mauna, das Schweigen ohne jegliche Art von Kommunikation, verbunden mit der Übung von Santosha. Kashta Mauna, Schweigen ohne jegliche Art von Mimik und Gestik.